Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim an den Bildschirmen, ein herzlicher Gruß aus der Hofer Marienkirche. Alle vier Kerzen am Adventskranz brennen, hier in der Kirche und bei Ihnen zu Hause. Am letzten Sonntag vor dem Weihnachtsfest soll Ihnen auch heute Nachmittag wieder eine gute Stunde an besinnlichem und Musikbeiträgen vergangener Jahre geschenkt werden. Die vier Kerzen am Adventskranz, das volle Licht, das leuchtet, weist hin auf Jesus Christus. Er will ankommen, nicht nur vor 2000 Jahren in ärmlichster Umgebung in Bethlehem, sondern auch im Leben eines und einer jeden von uns. Das Licht kam in die Welt, schreibt Johannes. Öffnen wir diesem Licht unsere Herzen. Lassen wir Jesus hell leuchten in unserer Welt, in unserem Leben. Etwas abgehetzt komme ich zu einer Verabredung kurz nach 18 Uhr in ein Lokal.
Auf dem Weg dorthin habe ich noch ein paar Erledigungen gemacht und dann war natürlich doch kein Parkplatz vor dem Gasthaus frei. Ich schäme mich ein bisschen. Jemand muss auf mich warten. Ich habe nicht genug Wertschätzung aufgebracht, um pünktlich zu sein. Es passt zu meinem Lebensgefühl, dass die Zeit knapp ist und ich in Eile bin. Im Gastraum schaue ich mich um. Ich sehe den Freund nicht. Ist er schon wieder gegangen oder selber spät dran? Ich suche einen schönen Platz aus und warte, bis das Handy klingelt und er seine verzögerte Ankunft meldet. Ich genieße schon den ersten Schluck Wein, bevor er kommt, schaue mich um, schließe gedanklich ab, was mich bisher beschäftigt hat und stimme mich auf das Treffen ein. Ruhe kehrt ein und Vorfreude. Ich nehme wahr, dass ich eine schöne Verabredung habe. Ich spüre, dass ich ein paar Minuten Zeit für mich habe. Ein ganz anderes Lebensgefühl stellt sich ein. Es ist Feierabend und ich habe frei. Ferien von der Eile, Zeit zum Erwarten. Vielleicht ist das auch ein Motiv des Advents. Ferien von der Eile, Zeit zum Erwarten. Diesen Luxus könnte ich mir in der letzten Adventswoche wieder einmal leisten. Thank you.
Der heilige Josef soll uns als nächste adventliche Persönlichkeit heute ein wenig beschäftigen. Er hat ja eine Neubesinnung erfahren durch das Jahr des heiligen Josef, das Papst Franziskus letztes Jahr ausgerufen hat. Nicht wenige Christinnen und Christen haben den Nährvater Jesu in den vergangenen Monaten für ihr Glaubensleben neu entdeckt. Wenn ich an Josef denke, dann ist er für mich ein anständiger Mensch. So schildert ihn die Heilige Schrift. Anstand, anständig, das wird manchmal so verstanden. Ich will anständig essen, ich will anständig feiern, ich will jemandem anständig die Meinung sagen. Meine Oma hat diesen Begriff anders gemeint. Sie hat oft zu mir gesagt, sei fei anständig, benimm dich gut. Anstand bestimmt die Umgangsformen und die Lebensart. Josef ist ein grundanständiger Mensch. Er verstößt Maria nicht, als er merkt, dass sie ein Kind bekommt, aber nicht von ihm. Als Verlobter hätte Josef sein Recht durchsetzen können, aber er ist anständig. Er tritt nicht nach, beharrt nicht auf seinem Recht, will Maria nicht bloßstellen. Josef fordert nicht, sondern gibt nach. Und Josef hört auf Gott. Er nimmt Maria und das Kind an, das sie unter ihrem Herzen trägt. Josef ist anständig. Er lässt sich etwas sagen. Er ist nicht egoistisch. Er lässt seine Pläne durchkreuzen. Der Advent, eine anständige Zeit. Von Gottes Art dürfen wir lernen. Er zwingt niemanden, sondern macht uns Menschen zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Heils. Er geht nicht über uns hinweg, sondern geht mit uns. Immanuel ist sein Name. Gott ist mit uns. Er wird in Jesus solidarisch mit denen, die im Leben nicht alles haben können. Er beruft Josef, einen Menschen wie dich und mich, für seine Pläne des Heiles. Der Advent erinnert uns jedes Jahr auch an Josef. Gott nimmt einen grundanständigen Menschen in seinen Dienst. Der Anstand bestimmt die Umgangsformen und die Lebensart. Sei fei anständig im Sinne Gottes, wie es der heilige Josef war.
Stell dir vor, jeden Morgen stellt dir eine Bank 86.400 Euro auf deinem Konto zur Verfügung. Du kannst den gesamten Betrag an einem Tag ausgeben. Allerdings kannst du nichts sparen. Was du nicht ausgegeben hast, verfällt. Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröffnet dir die Bank ein neues Konto mit neuen 86.400 Euro für den kommenden Tag. Außerdem kann die Bank das Konto jederzeit ohne Vorwarnung schließen. Sie kann sagen, das Spiel ist aus. Was würdest du tun? Dieses Spiel ist Realität. Jeder von uns hat so eine magische Bank, die Zeit. Jeden Morgen bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt. Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. Aber jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen. Was also machst du mit deinen täglichen 86.400 Sekunden? Gerade jetzt im Advent. Mit der Mutter dann zusammen sagen wir: Kalender.
Engel haben in der Advents- und Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Sie schmücken Wohnungen, Geschäfte und Kirchen. Aus gutem Grund. Was wir an Weihnachten feiern, nämlich, dass Gott in Jesus Mensch wurde, haben Engel eingefädelt und begleitet. Eine meiner Lieblingsaussagen über Engel stammt vom heiligen Augustinus. Er schreibt, Engel ist nicht die Bezeichnung für ein Wesen, sondern für eine Aufgabe. Engel sind also an kein bestimmtes Erscheinungsbild gebunden. Wenn die Kunst sie mit Flügeln darstellt, dient dies dazu, ihre Aufgabe zu erklären. Engel sind Boten Gottes, die Gutes von ihm zu den Menschen bringen und dafür zwischen Himmel und Erde hin und her pendeln. Wann immer ein Engel tätig wird, ereignet sich ein kleineres oder größeres Wunder, weil ein Stück vom Himmel auf die Erde gelangt. Besonders gern verstecken sich Engel in Menschengestalt, als Eltern oder Freunde, als Nachbarn oder auch als Unbekannte tun sie Gutes und bewirken damit Wunderbares. Das Wunder der Hilfsbereitschaft, das Wunder des Trostes, das Wunder der Geborgenheit und viele andere Wunder mehr. Vielleicht haben Sie schon mal zu jemandem gesagt, du bist ein Engel. Dann wissen Sie, wie wunderbar es ist, wenn Ihnen durch einen Menschen Gutes zukommt. Und ich bin mir sicher, auch Sie sind ein Engel. Engel für diejenigen, denen Sie ein Stück Himmel auf die Erde gebracht haben. Thank you.
Thank you.